So, hallo, wir machen weiter bei Minerva. Letztes Mal, nee, Quatsch, letztes Mal ist Quatsch, brauche ich gar nicht erzählen. Mit Sariel und von Sariel und bei Sani, nee, eigentlich nicht, aber egal. Ich bin durch. Anfang des Parts, ich bin durch. So, Infinity. Was haben wir jetzt hier vor uns? Level ist 6. Also ich kann schon mal, wenn ich jetzt hier, ne, dann... Ach nee, ist gar nicht, hä? Ich hab gedacht, das ist dieses Ding, dass man dann hier so einen Schlüssel generiert. Aber irgendwie... Ach, da muss ich noch eins hoch generieren. Duplizieren. Okay, gucken wir uns erstmal, was los ist. Da ist das Schlüsselloch. Du hast... Okay, no right, kein rechts. Du hast kein Recht zu atmen im Weltall... Shell es mit er. Nee, nee, lass mal. Okay, wir entdecken das Teleportieren. Das ist okay. Jo, was ist mit den ganzen Yoshi-Coins los? Okay. Na dann, gehen wir mal rein. Also hier muss ich hochduplizieren. Sariel, sprich mal kurz, dass ich weiß, ob du noch da bist. Ja, sieht gut aus. Okay. Ja, Level zu Ende, dumm gelaufen, schlechter Hack, Sackgasse, aus die Maus und tschüss. Infinity. Ich kann mit dem Ding nicht duplizieren, so, das wäre mir neu. Viel zur Auswahl. Ich habe ein Springboard und einen Notenblock. Knackt es bei mir in der Leitung oder bei dir? Irgendwas klingt komisch. Ich höre nichts. Okay. Was ich natürlich tun kann, sind solche tollen Glitches hier. Das sah das cool aus, aber hat jetzt nicht sonderlich Effizienz gezeigt. Ja. Hä? Es ist schon mal gut, dass du scrollst. Es bringt dir nur leider nicht so viel gerade. Aber schön, dass du direkt damit anfängst. Ja, mehr geht ja nicht. Aber, okay, ich hab nichts. Das kann doch nicht sein, ich kann doch jetzt nicht, hä? Ich hab effektiv nichts. Ach, Moment. Nee, aber ich krieg das... Dafür müsste... Okay, wenn ich das Springboard da hochkriegen würde, könnte ich mich, glaube ich, durch die roten Blöcke durchglitschen. Aber das Springboard ist nicht da oben. Jo, irgendwas ist wirklich komisch mit dem... Also du bist mal ganz... Zwischendurch mal ganz kurz ganz leise. Das war vorhin überhaupt nicht so. Das Springboard hochwerfen. Ja, dann komme ich nicht hoch. Dann mach den Shellless mit er. Was soll das sein? Du weißt, man kann von einer Shell quasi abspringen, ohne dass man sie gegen eine Wand werfen muss. Ich hab nicht mal eine Shell. Ja, also, jetzt mach den gleichen Sprung nur ohne Shell. Kappa, das ist natürlich nicht die Lösung. Ja, eben. Es ergibt keinen Sinn.
Also HF findet den Glitch, der hier verlangt ist, super. Das ist toll. Kenne ich ihn denn überhaupt? Natürlich. Vor allem ist er eigentlich nur eine Abwandlung von ja, einem anderen Glitch, den du bereits in diesem Hack durchgeführt hast. Ich meine, das hier ist klar, wenn ich... Ach, jetzt laufe ich wieder raus. Wenn ich da unten sterbe, lande ich oben bei dem Sprungbrett. Das ist mir bewusst. So, das hast du verstanden. Ja, aber das habe ich ja hier nicht. Das ist richtig. Mit dem Notenblock kannst du jetzt noch nichts zu tun haben. Den muss ich hochduplizieren. Genau, den kriegst du auch gar nicht zur Seite. Du hast ja kein Item zur Hand. Also habe ich es jetzt schon versaut? Nein. Hä? Ich kann das Springwort da hochwerfen und schaff trotzdem noch den Level? Ja. Chosen hat schon zum Walljump angesetzt, aber der ist... Der kann doch gar nicht... Kannst hier keinen Walljump... Der funktioniert doch hier nicht. Ja, das war vorher mal anders aufgebaut, dass es funktioniert hat. Ach so. Also ich kann jetzt aus dieser Situation, komme ich da hoch. Richtig. Ist da drüben? Hier ist keine... Nee, hä? Den Hinweis ja gelesen, richtig? Ja, aber ich weiß nicht mehr. War etwas in Anführungszeichen. Ja, no right. Ich soll nicht nach rechts gucken oder so. Ja, oder was ist das Gegenteil von rechts? Links. Nun stehst du fast... Ach nee! Funktioniert das? Reagiert irgendwie dieses Ding dann auf mich? Was zum... Warum? Wie oft kommt in dem Hack dieser Glitch vor? Das ist ja nicht mehr normal. Mit anderen Items. Immer wieder der gleiche Spaß. Und immer wieder zur Belustigung gut. Unfassbar. Die anderen Yoshi-Coins sind doch auch einfach nur Deko. Richtig. Weil ich weiß ja, was ich tun soll. Du weißt es, aber es gibt ja Leute, die denken, Yoshi-Coins sind relevant. Ja. Ist jetzt da irgendwas Relevantes drin? Das sind ganz normale Turnblocks. Lol. Wo war... jetzt habe ich vergessen. Hier war eine Pflanze drin, das weiß ich noch. Korrekt. Ah, hier muss ich rutschen und die kaputt machen. Das hast du schon mal gut erkannt. Ah, und dafür brauch... Wait. Das schaffe ich von hier aus. Jetzt rutsche ich nicht mehr, ne? Richtig. Sobald du einmal springst, ist das Rutschen vorbei. Ich muss den ausnutzen. Das reicht auch nicht. Aber, ja gut, selbst wenn ich jetzt da hochkomme, wird es mir gar nichts nützen. Also keine Ahnung, was ich da will. Was da oben drin ist. Ja, aber ich komme ja nicht ran. Du weißt, was da drin ist? Ich könnte es wissen, wenn ich es noch wüsste. Das kann ja nur ein P-Switch eigentlich sein. Unten war eine Pflanze, das weiß ich noch. Ich weiß nicht, warum ich die auslösen sollte. Irgendwie... Also irgendwas hat es mit dem Rutschen hier dann auf... Yo! Okay. Nützt mir das effektiv irgendwas? Nein. Ein Setup. Cooles Setup. Selbst wenn es auf der Seite wäre, würde es mir aber nichts nützen.
Ah, Moment. Ich kann es aber mal ausprobieren. Es ist ja nicht grundlos hier aufgebaut. So, okay. Wenn ich jetzt hier rutsche, das kann so aber nicht funktionieren, dass ich dann dadurch bis darüber springe. Ja, Mensch. Ja, nicht so ganz das Ziel erreicht. Hat ja gut funktioniert. Ah! Ich weiß, ich habe nichts, womit ich die Sachen aus... Selbst wenn ich da hochkomme, ich habe ja nichts, womit ich den Block auslösen kann. Also, meine obligatorische Frage. Habe ich es an der Stelle versaut? Nein. Hä? Ich weiß, eine andere Antwort wäre lieber gewesen. Na, eigentlich jetzt auch nicht, weil ich nicht wüsste, was ich anders hätte machen sollen. Aber ist ja gut zu wissen, dass ich es nicht versaut habe, weil dann... Trotzdem kapiere ich es nicht. Was ist? Sag mir mal, was mein nächster Schritt ist. Das wäre zu einfach. Überleg doch mal, was du erreichen willst. Ja, ich will das Ding da oben auslösen. Und das dann. Womit kannst du das Ding oben auslösen? Ja, das ist ja das Ding. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts, womit ich was auslösen kann. Genau das ist weißt mein... Weißt du was? Weißt du, was im Block rechts war? Hier? Genau, ganz rechts. Nee, aber ich komme ja gar nicht ran. Da war ein grauer P-Switch drin. Das ist schön für den grauen P-Switch, ich komme aber nicht ran. Ja, was bräuchtest du denn, um da ranzukommen? Einen blauen P-Switch. Was bräuchtest du, um an den blauen P-Switch zu kommen? Irgendein Item, wo es sich gegen was werfen kann. Schade, dass es da nicht ganz so viele Alternativen gibt. Ist... Warte mal, hin... Ich sehe das jetzt erst. Nee. Ist das eine optische Täuschung? Was? Hinter dem oberen Rhino ist was. Da ist eine Wolke. Ach so. Scheiße. Ach, ich habe schon auf irgendwas Schönes gehofft. Wolke ist jetzt nicht so schön gewesen. Ich verhindere, dass du zurückkommst. Ach, nett von der Wolke. Ich habe kein Item, mit dem ich was auslösen kann. Selbst wenn ich da hochkomme, was ich ja auch nicht komme. Also hier nach links brauche ich gar nicht gucken. So. Genau, richtig. Da brauchst du am Ende beide P-Switches. Wenn ich da oben den P-Switch habe, kann ich ihn drücken und dann komme ich da durch. Das nützt mir zwar auch nicht viel, aber gut, ist halt so. Und mit dem blauen P-Switch kommst du an den grauen P-Switch. Da muss ich aber verflucht schnell sein. Du kannst auch duplizieren. Nö. Wie denn? Nee, das war auch nur Fake News. Ja, eben. Aber das wäre natürlich die einfache Option, wenn du das könntest. Da muss ich aber richtig fix sein. Na, du kannst ihn ja an einem Ende des Levels... Also den grauen P-Switch kannst du zumindest am einen Ende des Levels drücken. Der ist dann kein Problem mehr. Beim blauen... Ja, aber ich muss den hier aufmachen. Ich muss da aufmachen und ich muss... da aufmachen. Unter der Prämisse, dass du alle diese Blöcke aufmachen musst. Also komme ich anders an den grauen wahrscheinlich ran. Weil hier muss ich aufmachen. Beim grauen P-Switch hast du tatsächlich so noch nicht gesehen. Ja, dann wäre es schön, wenn du es mir mitteilen würdest. Ich hab doch gesagt, es gibt ein Setup hier. Ja, das ist der dieser Typ, der da reinkommt. Ja, warum spielst du denn nicht bis dahin? Hab ich. Was soll das jetzt bringen, dass der da unten sitzt? Ja, du hast nur jetzt nicht effektiv gespielt.
bist ja alles nur in der Preview, in der Weichei-Version. Ja. Ich würde dir raten, mal in Echtgame dahin zu kommen. Okay. Und bald schon wirst du deinen nächsten What the Fuck-Moment erleben. Ja, wahrscheinlich. Ja gut, wenn es ein Glitch ist, den ich nicht kenne und der irgendwas macht, wovon ich nicht, womit ich nicht rechne, ist... Ach, scheiße. Ist das ziemlich sicher. Na, da ist es doch! Oh. Das kann man übrigens schön konsistent auch ausführen. Na, der ist über dem Block. Ich würde dir raten, stell dich doch einmal auf den Fragezeichenblock. Ganz normal. Ohne gescrolle. Genau. Jetzt scrollst du eben ganz nach links. Und dann läufst du ganz vorsichtig so weit nach links, bis du diesen ersten grünen Punkt komplett onscreen hast. Komplett onscreen. Und jetzt vorsichtig zum Block zurücklaufen, sodass sich der Bildschirm nicht bewegt. Und jetzt... Lol. Ganz einfach. Also, komisches Setup. Komm her. Okay, ich muss das mal da rein. Ich meine, ich kann mal da durchrutschen, aber... Was soll... Ja. Das war nicht ganz so sinnvoll, aber von der Idee her nicht so schlecht. Dann mache ich das halt noch mit gedrückter Sprung... Oh, toll. Gedrückter Sprungtaste oder so. Das war von der Idee her besser, aber auch noch nicht ganz das, was du machen solltest. Ich möchte nochmal auf die Anführungszeichen in der Messagebox hinweisen. No right. Ja, ich muss nach links gucken. Oder scrollen. Oh, wait. Wenn man das nicht sieht... Ich habe die Flasche aufgeschmissen. Was zur Hölle? Wie soll man sowas wissen? Sorry. Ja, aber die Göttin der Weisheit. Er lebt noch, er lebt noch. So, aber jetzt muss ich trotzdem mir was überlegen. Oh, wait! Nee. Okay, alles klar. Was nach links geht, geht auch nach rechts. Nein. Auch schade. Sicher? Ja, schade. So, aber was muss ich, was, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass ich bis zum Netz komme? In dem Screen ist alles, was du brauchst. Ich bin komplett dämlich. Ich bin wirklich komplett dämlich. So. Das ist... Das ist so ein Ding. Ich dachte, da kommt eine Pflanze, also eine Dings, eine wie komme ich denn drauf, dass aus dem Block eine Piranha-Pflanze kommt? Also ja, es kommt eine Piranha, aber eine Ranke kommt praktisch raus. Ups. Aber bis dahin komme ich auch nicht gerutscht. Doch. Oh, scheiße. Sag doch sowas nicht. Wait, dann hau ich den jetzt erstmal nach oben. Den brauche ich da dann ja. Dann machen wir hier wieder auf. Ich möchte übrigens anmerken, dass ich kein Bild mehr habe. Also ich sehe nicht mehr, was du tust. Wieso hast du jetzt kein Bild mehr? Ja, ich bin quasi noch im Pause-Bildschirm von vorhin, wo du den Emulator kurz pausiert hast. Jetzt bin ich wieder im Emulator-Bildschirm. Hä? Ich hab nur Discord geöffnet, ich hab nicht. Okay. Hä? Sariel? Die Verbindung wurde getrennt.
Ja, habe ich Dari? auch. Okay. Die Verbindung war weg. Bist du Also, noch? ich sehe auch immer noch nichts. Ja, weil es komplett Verbindung weg war. Jetzt müsstest du wieder was sehen. Sehe ich wieder was? Das war ja gerade weird. Okay. Bissig. Ja, aber so schaffe ich es nicht. Ja, spring halt nicht. Spring halt nicht. Also Sprungknopf gedrückt halten. Ach so, und wenn ich dann da rangerutscht bin, reicht das aus. Du musst halt dann noch nach oben drücken, damit du kletterst. Und das bestenfalls bevor dein Rutschmomentum ausläuft. Was zur Hölle? Bestes Level. Was zur Hölle? Wait. Jetzt habe ich. Ich fasse zusammen, du warst dämlich. Falsche Reihenfolge. Ja. Übrigens leichter, wenn du es von rechts machst. Es war klar, dass das jetzt nicht. Oh, come on. Zum Glück habe ich jetzt keinen Zeitdruck mehr. Alter. Ach, komm schon. Ich glaube, es geht von da aus besser. Weiß nicht. Wie du meinst. Von rechts ist halt die Wahrscheinlichkeit niedriger, dass du aus Versehen nach links oder alternativ eben rechts duplizierst. Ja, aber das Problem ist, wegen niedriger, links ist höher. Sprungtechnisch. Jo. So, und jetzt muss ich eigentlich nur noch. Ist das, reicht das aus von der Reichweite? Ja, easy. Oh Gott. HF's Hell, ja Mensch. Würde Jetzt. vorschlagen, dass ja. Da du gesagt hast, wir brauchen hier eh mehr als einen Part für, können wir jetzt anfangen. Du kannst es dir schon mal anschauen. Genau. HF hat dieses Level ein Oh mein Meisterwerk eines Gott. Puzzles genannt. Oh mein Gott. Hollow Knight Musik. Und das auch. Was hat HF genannt? Er hat dieses Level ein Meisterwerk eines Puzzles Und genannt. wenn HF das sagt, habe ich Angst. The day that HF killed the vessel, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Ah ja. Fire and brimstone. From heaven. Nützt mir das was? Da kommt mein Fire. Da geht's, das geht überall da durch. Also immer die obere Feuer Reihe. so an sich. Ja, ich meine, immer die obere Reihe ist Feuer. Ich will nur gucken, wo es überall. Was ist überhaupt. What the fuck? Nach die Richtung geht's ja auch noch ganz weit. Ach du Scheiße. Ich bin immer komplett überfordert, wenn ich Millionen Items sehe. Tschüss, Yoshi.
Yoshi ist auch nicht dafür da, dass die Blume da hochgepfeifert wird, oder? Ich habe schon jetzt 3 Peace Witches ge... Einer davon ist sogar reduziert, also recycelbar. Hier ist er nicht. Bitte was? Du wirst ihn schwer recyceln können. Ja, ja gut, aber ich meine, er kommt nicht aus dem Block. Dann drücke ich es halt so aus. Der da kommt aus dem Block zum Beispiel und der da auch. Ne, der kommt nicht aus dem Block, der ist auch schon richtig. Da. Was ist mein Ziel? Exit oder was erreichen? Richtig. Ich meine, ich werde das mal anfangen müssen zu spielen, aber das überfordert mich jetzt schon komplett, was ich hier alles sehe. Na gut, spielen wir halt erstmal. Immerhin haben wir gute Musik. Ja, also die... Wenn ich die einsammle, ist vorbei. Auch in mehrerer Hinsicht. Ich wollte sagen, jetzt werde ich durch die Röhren, komme ich eh nicht durch, aber ich komme nicht mal an die Röhren ran. Alter, das muss doch grundsätzlich aber schon möglich sein. Das ist möglich. Du kannst dich ja auch einmal klein machen, um zu sehen, wo die Röhren hinführen. Ja, wahrscheinlich in den Tod. Ja, klar. Okay. Gut, dass wir drüber geredet haben. Das heißt, hier komme ich noch nicht weiter. Hä? Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Du hast es so gemacht, wie es geplant ist. Dass man einmal stirbt? Nein. Dass man sofort rübergeht. Du wirst den Glitch noch oft genug machen müssen, von daher. Wobei es nicht mal ein richtiger Glitch ist. Ja, irgendwie ist halt Yoshi jetzt gar nicht erst, Na, egal. Was ist hier? Ach so. Rot sind also Blöcke. Okay, ich muss dafür sorgen, dass der dann eine Disco-Shell wird. Dafür muss der da runterlaufen. Jetzt. Und dann muss ich rechtzeitig so drücken, dass er da reingehen kann. Der wird keine Disco. Doch, der wird nicht. Nee, oder? Wird das erst noch. Wir gucken es uns an. Wir gucken es uns einfach an. Gut angeguckt. Nicht. So. Ja, okay, es wird normaler Koopa. Ach, jetzt ist. Ach so. Das bringt mir jetzt ja viel. Aktuell. Okay. Ah, und jetzt hänge ich hier fest. Heißt aber, ich hätte in der Zwischenzeit auch hier die Blöcke einmal wegmachen können. Zumindest einen. Jetzt ist die Blume. Also, wie habe ich jetzt dafür gesorgt, dass Yoshi da nicht die Pflanze hoch... Hä? Was habe ich anders gemacht? Okay, was habe ich vorhin anders gemacht? What the hell? Du hast noch genug erfahren. Erstmal nach da. Dann ist nach da Schluss. Scheiße. Ja, dazu ist der Hinweis da. Feuer und weiß ich nicht. Brimstone. Zerstörst sie alle.
Ah ja. Also nicht alle, aber zumindest drei davon. Aktuell zerstöre ich gar nichts. Ja, wie habe ich... Okay. Also ich war in dieser Röhre drin. Und dann bin ich einfach wieder hin und dann war die Blume weg. Was keinen Sinn ergibt, aber es war's. Wahrscheinlich war es irgendwie anders. Ja, jetzt stürze ich hier und dann bin ich von hier darüber gegangen. Ne, bin ich scheinbar nicht. Hä? Was habe ich anders gemacht? Das ist an HF, der das gefunden hat. Hä, ich hab's ja vor. Was habe ich denn vorhin gemacht? Ach, wo. Jetzt geh ich in diese scheiß Tür rein. Was habe ich denn vorhin gemacht? Werde ich dir alles erzählen, wenn es soweit ist. Es ist noch nicht mal soweit. Aber ich komme ja nur weiter, wenn ich die Blume wieder wegbekomme. Dann lass dich halt vom Feuer treffen. Wozu willst du die Blume denn jetzt überhaupt haben? Gib mir doch mal eine konkrete Antwort. Ich habe an das Feuer überhaupt nicht gedacht. Okay. Aber das nützt mir auch alles noch nichts. Also momentan eigentlich nicht, aber du kannst theoretisch mehr machen, als du wohl gerade siehst. Oh, wait, wait. Sehr gut erkannt. Der löst es nicht aus, ne? Oh Mist, zu langsam. Ah! Okay. Weiß nicht, was mir das bringt, aber okay. Jetzt hätte ich den einmal ausgelöst. Wo war denn der andere? Ich weiß es nicht mehr. Ja, aber... Es hat mir effektiv jetzt nichts gebracht. Also falls was, ich habe so eine Andeutung, habe ich was gehört, aber sonst habe ich dich leider nicht verstanden. Es ist korrekt, dass dir das nichts gebracht hat. Jetzt habe ich dich verstanden. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Internet los ist. Vielleicht möchte uns die Verbindung sagen, wir sollten die Aufnahme beenden. Die Aufnahme können wir tatsächlich beenden, ja. Wir haben genug von diesem tollen Level gesehen. Ja, das wird ein langer Part beim nächsten Mal. Aber ich bin jetzt im Prinzip an dem Punkt, wo ich wirklich gar nichts mehr machen kann. Effektiv, ja. Oh je, dann danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal der Rest dieses Levels. Und tschüss. Tschüss.